Willkommen bei Reckhorn. Mein Name ist Klaus Reck. Ich zeige Ihnen heute unseren kleinsten Subwoofer, eine 30 cm Kugel. Eingebaut darin ist unser sehr, sehr guter 16er. Ein Langhubchassis, was auch in diesem kleinen Gehäuse noch sehr tiefen Bass produzieren kann. Auf der Rückseite ein doppelter Anschluss für Lautsprecher. Hier geht es mit Verstärkerleistung rein. Wir haben also einen Passiv-Subwoofer, der mit sehr, sehr vielen verschiedenen Verstärkern kombinierbar ist. Welche Vorteile hat die Kugelform? Die Kugel ist die stabilste Form, denn wir haben hier überall denselben Radius und zusätzlich verstreben wir dann innen nochmal mit Spanten wie im Schiffbau, sodass das Ganze besonders gegen Wechseldruck stabil ist. Wir haben nicht nur den Druck in diese Richtung, sondern auch da, wenn die Membran nach außen geht, will das Gehäuse rein. Das alles soll sich gar nicht bewegen, sondern nur der Lautsprecher soll klingen. Und das ist uns hier wunderbar gelungen. Sehr, sehr tiefer, sauberer Bass und mit einigermaßen gutem Pegel, der natürlich erweiterbar ist, wenn man statt einer zwei oder mehrere Kugeln nimmt. Ist ein Aktiv-Subwoofer nicht besser? Nein, denn Sie wissen nicht, wie gut dieser ist, wenn er in dem Gehäuse eingebaut ist. Sie müssen dann bei Änderungen auch immer zum Subwoofer laufen, hinten Einstellungen verändern. Qualität bekommen Sie, wenn Sie ausgesuchte Spezialgeräte kaufen, wie unsere beiden Subwoofer-Verstärker, an denen Sie dann hier in dem Fall eine Kugel oder hier bis zu vier Stück anschließen können. Welche Leistung bietet der SW300? Angefangen mit der elektrischen Belastbarkeit sind 80 Watt überhaupt kein Problem, mit Impulsen sogar 120, 150 Watt. Die Belastbarkeit im Mechanischen ergibt sich durch das hochwertige Chassis, was einen sehr, sehr großen Hub machen kann in beide Seiten. Das schlägt auch nichts an, wenn es ganz nach innen geht. Die Besprechung des Chassis haben wir in einem anderen Video. Und wer jetzt noch mehr Schalldruck will, über gehobene Zimmerlautstärke hinaus, kann dann mit zwei oder vier Stück verteilt im Raum einen sehr, sehr guten Klang erzielen mit hohem Schalldruck und der Qualität dieser schnellen Reaktion der kleineren, leichteren Membrane gegenüber einem sehr großen Subwoofer. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie uns den Daumen nach oben oder melden sich in der Kommentarfunktion mit Ihren Fragen und Anregungen.